Cell A. Cell A. Du irgendwas, Hunger ich. Ich irgendwas, Orgo. Du. Was? Er will was zu essen haben. Ja, werde ich machen. Du Freund. Du zurück. Ich. Cella käme noch nicht. Du zurück. Ich. Zecker. Ich Hunger. Ich helfe Urgo. Okay. Mann, oh Mann. Das waren jetzt 15 Minuten oder so, wo wir einfach nur hin und her gegangen sind und Sachen aufgeschrieben haben. Ich fand es trotzdem interessant. Aber jetzt brauchen wir was zu essen, was ein Echsenmensch mag. Fisch. Ich habe ja keine Vorurteile oder so. Aber vorher frage ich nochmal ganz kurz unseren Freund Urgo, was Cell A heißt. Nur für den Fall. Cell A. Geschenk. Ach, das hatten wir doch schon mal. Gut. Ich komme später wieder. So, sprich. Da. Hier ist es. Tut mir leid, hier ist mehr. Das reicht ihm wohl nicht. Du nicht Geschenk Osli. Osli. Ich nicht helfe Urgo. Oh, sorry. Vielleicht will er gar kein Essen haben, sondern will einfach nur Geld. Könnte natürlich auch sein. Oder er will mehr essen. Verstauen wir das mal. So, wir geben einfach jetzt gleich 3 Stücken essen. So. Das da kriegst du und das da kriegst du und das da kriegst du. Hier. Das da kriegst du? Nö. Also anscheinend war es wohl doch kein Essen, sondern er will einfach bezahlt werden. Das heißt, wir lassen das ganze Essen jetzt mal hier liegen. Wo zum Geier ist das Gold geblieben? Achso, da. Ich dachte schon. Ein schönes Gold. So. Dann geben wir ihm doch mal den Rubin. Der müsste was wert sein. Und sonst haben wir nicht wirklich viel, was wir tauschen könnten, wollten, wie auch immer. Ich guck mal, ob hier noch irgendwo was rumliegt. Karte markieren. Urgo. So, ich gehe jetzt nach Osten, gehe dann nach Süden, zurück ins Banditengebiet und sammle da Sachen auf. Im Wert von 3 Gewicht, was nicht viel ist. Na, vielleicht finden wir 1-2 Sachen. Zum Beispiel ein Kurzschwert. Und Handschuhe. Oh, das müsste gut was wert sein. Exzellentes Mail-Shirt, aber das wird auch viel wiegen. Ja. Zu viel wiegen. Viel zu viel wiegen. Probieren wir das so. Wir bieten ihm jetzt den Rubin, das Kettenhemd und noch irgendwas Essensartiges, wenn wir das noch tragen können. Können wir das noch tragen? Jo. Zu schwer. Du kannst noch mit, damit wir 4 Sachen zum Tauschen haben. So, sprich. Du. Hier.
Achso. Du und du und du und du. Hier. Reicht nicht. Osli. Tschüss. Was zum Geier ist Osli? Er tut so, als nehme jemand viele Dinge aus einem Sack und gibt sie jemand anderem. Dann schüttelt er den Kopf. Nicht genug wahrscheinlich. Er hat jetzt schon Kettenhemd angeboten bekommen, Rubin und was weiß ich. Das muss doch langsam mal genug sein. Na gut. Also müssen wir unsere teuersten Sachen raussuchen und genug Gewicht dafür überhaben. Der Zauberstab ist bestimmt viel wert oder so ein Levitationstrank. So. Du kommst jetzt noch mit. Und du. So, Gierlappen. Sprich. Du kriegst ein sehr, sehr gutes Kettenhemd, einen magischen Stab, einen funkelnden Rubin und einen Trank, der dich fliegen lässt. Bitteschön. Du. Tosser Klick. Das ist nicht dasselbe wie Tosser Leerzeichen Klick, oder? Cell A war Geschenk. Und Osli war nicht genug. Ich nicht helfen, Urgo. Okay, hilft nichts. Der will wohl sehr, sehr viel Beute haben. Die können wir ihm einfach nicht geben. Das heißt, wir sammeln die wichtigsten Sachen jetzt wieder ein, schauen uns dann hier auf die Etage weiter um und kehren später zurück, wenn wir irgendetwas Besonderes gefunden haben oder irgendetwas besonders Wertvolles. Das Zeug essen wir einfach. So, schlafen wir auch mal wieder angebracht. Licht ist aus, sehr gut. Oh, er wird ungeduldig. Oh, wir können besser verstehen. Mein Bruder Tybal hat bereits irgendetwas getan. Ist verunsichert, wie sie sein muss. Okay, also wir konnten diesmal besser verstehen, nur war ein Ticken zu schnell für uns. Aber er hat primär darüber gesprochen, dass wir auf gutem Wege sind, dass wir uns aber trotzdem beeilen müssen, weil die arme Jungfer No doch Angst hat, wie es halt auch nur zu verstehen wäre. Also es ist verständlich, dass sie Angst hat. Weil es ja eine arme, arme Frau ist, die sich nicht wehren kann und einen Mann braucht, um sie zu retten. Und so ein Gedöns halt. Dahin. Licht. Zack, zack. IBM. So. So, die konnten wir alle nicht öffnen. Die konnten wir nicht öffnen. Gucken wir uns hier weiter um. Hoffentlich finden wir irgendwo einen riesen Berg Diamanten, damit dieser doofe Ex-Mensch hier endlich den Gefangenen rausrückt. Oh, wow, wir könnten mit denen hier sprechen. Hey, du. Hallo? Freund. Richtig? Jeschoklik, ja. Pika. Du Freund? Ex-Mensch? Ja. Du Freund Cesare? Ja. Ich Freund Cesare. Gut. Willst du tauschen? Geschenk? Kein Geschenk, nein, tauschen. Aber, okay. 6 Gold. Haben wir irgendeine Kleinigkeit? Wir haben keine Kleinigkeit, wir haben nur teure Sachen. Also jedenfalls in meinen Augen teuer.
Wasser und 6 Goldmünzen. Fliegentrank für 6 Goldmünzen? Ja, das mache ich sogar mal. Denn in dem 4. Kreis, laut Handbuch, kriegen wir eh einen Zauber, mit dem wir selber levitieren können. Das heißt, die Tränke brauchen wir gar nicht. Und Gold scheint momentan wichtiger zu sein. Dieses Angebot. So, komm mit. Bye bye. Dabei fällt mir ein, wir haben ja noch einen ganzen Haufen Gold in der Rumpelkammer. Das heißt, wenn wir hier auf die Etage nicht irgendwas finden, was der Echsenmann da hinten unbedingt haben will, gehen wir zurück zur Rumpelkammer, sacken da alles an Gold ein und kommen dann wieder. Du unten. So, du passt nicht. Du passt nicht. Du passt. Okay. Oder wir plündern einfach die Schatzkammer von den Echsenmenschen und drücken ihm das dann in die Hand. Nein, wer bist du? Roter Echsenmensch. Hallo, Freund. Hallo. Du Freund der Echsenmenschen? Ja. Du Freund von Cesra? Ja. Ich bin auch ein Freund von Cesra. Sehr schön. Können wir tauschen? Handeln? Ja. Essen. Dö. Nein, danke. Das heißt, die Tür war nur dazu da, zu dir hier nach oben zu kommen und eine Hähnchenkeule zu vertauschen. Das finde ich ein wenig komisch. Achso, hier geht es auch noch weiter. Die Wand da sieht verdächtig aus. Ist aber nichts, okay. So, Karte. Karte sagt, im Westen ist eine Tür, die wir nicht öffnen können. Richtig. Die da. Och, wir haben schon so viel Übung damit, Schlüssel auszuprobieren. Und der passt sogar. Sehr schön. Oh. Erst Schild lesen, dann sprechen. Um dich selber zu beschützen, sprich den Anra-Chant. Das klingt doch gut. Anra gleich Defense. So, stopp, Echsenmann, nicht weglaufen. Ich muss nur kurz aufschreiben. Achso, du bist ein normaler Echsenmensch. Du brauchst Hilfe? Ja, würdest du gerne tauschen. Ja. 10 Gold. Ich gebe dir mal den Zauberstab dafür. Jo. Weil die magischen Geschosse... Hallo? Ich würde das gerne mitnehmen. Zu schwer. Ich hoffe, es liegt jetzt auf dem Boden irgendwo. Ja, tut's gut. Aber ja, was ich sagen wollte, die magischen Geschosse, die wir mit dem Zauberstab sprechen, können wir auch selber sprechen. Das ist schon okay. Also hier liegt jetzt Gold. Und hier liegt Zeug. Südlich. Da kamen wir, glaube ich. Oh, wir sind ganz schön viele Abzweigungen. Der Schlüssel passte hier bereits. Also der braune Schlüssel scheint für diese Türen zu sein. Die alle so ähnlich aussehen. Also alle hier. Genau. Du. Und du. Edelsteine. Hallo, du? Islik. Hallo. Bist du ein Freund? Ja. Ich bin... Ich Geschenk. Dir... helfe. Er zeigt dir eine Schriftrolle, die besagt... Wanderer, Islek ist mein Name. Bitte finde einen roten Rubin. Falls du einen roten Rubin findest... Tepa-Runenspruch wird dir gesagt. Übersetzt durch den Stummen. Oh, wir haben einen Rubin. Da.
Ich habe hier einen roten Rubin. Du bist ein Freund. Hallo, danke dir. Das ist eine komische Abschiedsfloskel. Aber vielleicht ist das hier wie mit Ciao. Ciao ist ja auch Hallo und Tschüss. Aber gut. Gucken. Zettel.